Scheiße, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. So muss das sein, so muss das sein. Und jetzt aktivieren endlich. Aktimel-Kräfte aktivieren! Wunderschöne Musik gerade. Brücke zur Vergangenheit. Kurz mal speichern. Zack. Brücke zur Vergangenheit treffen wir jetzt gerade unseren Bruder bestimmt. Tor des Todes. Ich habe so einen leisen Verdacht, dass die seinen Bruder irgendwie so umgepolt haben, irgendwas eingeredet haben, dass sie jetzt gegen ihn kämpfen müssen oder sowas. Oder irgend so eine Scheiße, oder er sauer auf uns ist und wir gegen ihn kämpfen müssen. Aber wir müssen auf jeden Fall gegen ihn kämpfen. Gegen ihn kämpfen müssen wir. Ach du Scheiße. Domäne des Todes. Eine dunkle Unterwelt. Leben zwischen dem Land der Lebenden und dem Reich der Toten. Ein Fegefeuer, regiert vom Totengott, Thanatos. Thanatos, den Namen habe ich schon mal gehört. Sag mal, wie gut habe ich eigentlich die Orbs gesammelt? Das gibt's ja gar nicht. Hui! Oh, das wird knapp. Oh, wie ich euch hasse! Boah, da kommt ja noch einer. Warte. Der Angriff ist einfach so krass. Nein, fuck! Du willst das wissen, Junge! Wow! Stirb! Wow, das kann er ja auch, scheiße. Er kann ja zurückschlagen. Frechheit. So, meine Freunde. Scheiß Pflanzen, weißt du, wer braucht schon Pflanzen? Alles abfackeln. Hallo. Hallo, lieber Adler. Tut mir leid, lieber Adler. Ah, es ist schon geil bei diesen fliegenden Gegnern, dass man einfach Kreistaste drücken muss und dann sind sie weg. Das ist so angenehm.
Was soll denn dieses Gewächs hier? Ja, mein Gott. Hoho, geil. Da hoch, würde ich sagen. Ganz klar da hoch. Ja. Da hoch? Ja, da hoch. Jetzt hier rechts. So, sauber. Schön gemacht. Wey! Greifen, töten! Alter, ihr schon wieder. Nein! Geh weg von mir, Schlampe! Oh, da ist ja noch so einer. Ach ja, ach ja, ach ja. Ach so. Ja, ja, ja. Aber wohin? Ja. Wo muss ich das Ganze denn hinschieben jetzt? Warte mal. Das sieht scheiße. Das sieht hier ziemlich brüchig aus. Wenn ich das Teil jetzt hier auch noch drauf stelle, bricht das denn zusammen? Ich kann das gar nicht drauf stellen. Das ist doch noch nicht die Rätselslösung, oder? Einfach da hinstellen und weiterlaufen. Tatsächlich. Okay. Von mir aus. Habe ich nichts dagegen. Kurz nochmal speichern. So, so, so. Ja. Ich bin ja mal gespannt, aber wir sind. Oh, Entschuldigung. Mein Gott. Kritisch wieder rein. Halle der Verdammnis. Wann treffen wir jetzt endlich unseren Bruder? Wir machen das ja nicht hier umsonst die ganze Zeit. Und wir haben uns unserer Mutter versprochen: Kratos Mutter. Hunde! Zack! Drecksfische! Komm her, du scheiß Köter, du!
Bruder, zeig dich. Wo bist du? Was ist jetzt los? Die Tore zur Domäne des Todes. Ein Ort, den weder Mensch noch Gott je zu betreten wagte. Schon lange vor den Olympiern verehrt, herrschte Thanatos, der Totengott, in diesem Reich. Boah, jetzt wechsel halt die scheiß Waffe und weich aus und jetzt gib dir noch die Fresse. Du kleinen Piesköppe. Nein! Oh yeah, hast du gesehen, was ich mit deinem Bruder gemacht habe? Du Sackgesicht! Okay. Hey! Jetzt kommt dann noch so ein Dicker, das ist ja klar. Jetzt hier die letzte Prüfung, bevor wir da rein können. Guck mal, alle Gegner werden hier abgefeuert, merke ich gerade irgendwie. Aber das soll ja nicht stören. Ich will auch Fleisch, ich schaff das schon. Nein! Fick dich! Ausweichen! Oh yes, gib mir ein bisschen Lebensenergie. Magic Magie, doppelt gemoppelt, hält besser. Aha. Bruder! Die Entweihung meines Tempels! Bruder, wir sind nur für dich gekommen! Wo bist du denn? Bruder! Nochmal speichern. Draußen regnet's. Übertrieben stark. Ich weiß gar nicht, ob man das hört, vielleicht. Die Domäne des Todes liegt außerhalb des Reiches des Olymps und der Sterblichen. Es existierte lange vor der Herrschaft der Titanen Olympia und wird noch immer bei Menschen und Göttern gleichermaßen stark gerüchtet. Ganz schön oft und. Okay. Wenige hatten den Mut, sie zu betreten. Niemand hat sie lebend verlassen. Na gut, dann werden wir eben der Erste sein, würde ich sagen, einfach mal. Klares Statement gesetzt. Sieht schon mal eindrucksvoll aus, optisch.